Hallihallöchen und herzlich willkommen wieder mal zurück hier bei Assassin's Creed Origins, liebe Freunde. Ja, im letzten Part haben wir was ganz Besonderes gesehen, und zwar wir haben einen alten Kumpan oder alten Kumpel aus Siva getroffen, der hier in... Gott, wo sind wir jetzt gerade? In... ich weiß jetzt gar nicht, wo wir gerade sind. Im Hippodrom hat er halt einen ziemlich hohen Status bekommen und so weiter und so fort, hat Frauen und Geld bekommen und so weiter und so fort. Der heißt Claridas. Und also der hat mal irgendwie mal, glaube ich mal, für Waschmaschinen oder sowas mal Werbung gemacht, weil der klingt so ein bisschen wie Calgon, aber ist ja egal. Heißt du, wegen Klarspüler und Claridas und so weiter und so fort, weißt du? Hehe, schlechter Witz. Und ja, der hat also jetzt uns herausgefordert. Es gibt einmal das blaue Team und es gibt einmal das grüne Team. Und wir werden uns jetzt anscheinend dem grünen Team anschließen. Dann werden wir mal hier aufsitzen. Und der will uns jetzt hier zum... Ach so, ich muss einfach hier auf das... Ich muss auf den Streitwagen. Okay, habe ich nicht gesehen. Dann wollen wir mal dahin. Wir können sogar auch driften. Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Vorsicht! Halt die Zügel fester! So, alles gut. Pass auf Hindernisse auf! Was für Hindernisse? Das sind ein paar Zäune. Der wahre Meister bei den Rennen. Genau das, was Claridas auch gerne wäre. Mein Vater hat Icarus geliebt. Er war sein Lieblingsfahrer. Zeigen dir meinem Vater dein Naturtalent. Er ist jetzt auch nicht so schwer. Du hast ein Händchen dafür. Ja, klar hab ich ein Händchen dafür. Du bist ein Naturtalent. Er ist ja auch nicht schwer. Das ist auch gerade eine ziemlich einfache Strecke. Wir im Hippodrom gewinnen können. Du bist ein Naturtalent. Danke. Du hast ein Händchen dafür. Schneller, Bayek, schneller! Welch Tempo! Was ist da los? Da stimmt was nicht! Oh, da scheint irgendein anderer Typi zu sein. Das scheint nicht gut zu sein. Was ist los hier? Was ist los? Beeilung, Bayek! Bin ich auch da. Jetzt kommen die Blauen und wollen uns verprügeln. Pferdediebe! Hier! So eine Frechheit! Sie ist mein siegreichstes Pferd. Du musst sie zurückholen! Wir enttäuschen dich nicht, Vater. Ich sag doch, das waren die Blauen. Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davonkommen lassen! Oh, ich reite mit Horst, ihr reitet mit Pferden. Für die Grünen! Yay, für die Grünen, Mann! Die Grünen sind ja die Besten! Aber ich bin kein Werder Bremen-Fan. Ich mag nur Hertha. Blau-weiße Hertha. Mehr als alle anderen im Stall. Für Philokrates! Für Saganaki! Wer ist Sanakani? Wer ist das? Das ist der und der. Ist mir egal. Oh, dann reiten wir mal hin, Alter. Bin größer. Horst ist einfach nur besser. Guck mal, Horst reitet einfach ein Pferd zugrunde. Er ist einfach wesentlich besser. Horst. Unser Horst, yeah, der macht alle platt, oh Mann. Oh, bestimmt ist auf jeden Fall, ja. Wir sind jetzt gerade in dem Gebiet der Blauen, da waren ja, die war die Flagge der Blauen gewesen und die sind jetzt also, haben das beste Pferd geklaut und so weiter. Jetzt müssen wir es wieder zurückholen, dann bringen wir alle um. In der Nähe sein. Ja, na klar sind wir in der Nähe. Die Grünen von Prassina. Für die Grünen! Könnt ihr mal aufhören, immer die ganze Zeit die Grünen zu rufen und so weiter und so fort? Ich bin kein Freund der Grünen Partei. Das sind alles Baumschmuser, muss man ganz ehrlich sagen. Oder die Grünen sind doch Baumschmuser. Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge, wir haben den Magi bei uns. Alles wird gut. Wer sind die Banditen? Abschaum, der für die Blauen arbeitet. Ganz sicher. Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wer soll das sein? Banditen im Süden. Ich glaube, sie reiten Kriegsnilpferde. Was? Ist das dein Ernst? Das gleiche wollte ich auch gerade fragen. Wir schaffen nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Wir schaffen nie mehr Zeit. Steh du, alte Sau. Zack. Schnell. Ah, hier ist eine Ruhe, danke. Wir können weiter.
Boah, schön vom Pferd geworfen. Geil, sowas hat mir gefallen. So, wo sind jetzt die Banditen? Können wir weiter? Ah, wir sind schon da. Ah, lasst du mich jetzt in Ruhe oder was? Habt ihr das gesehen? Ich muss jetzt dahin reiten und die einfach, ja. Hey, was? Hallo. Na, ihr kleinen Muschis? Ich bin's. Der Horst. Mit seinem Bajak. Ja, komm doch mal her, du feige Ratte, Mann. Das ist ein anderer Typ hier. Das ist auch erledigt. Oh, ein Krokodil. Ein kleines Krokodil. Ein kleines Krokodil. Horst, bleib mal hier stehen. Die ist tot. Wo bist du jetzt? Komm her. Das war sehr, sehr einfach. Und die Soldaten sind natürlich alle hinten. Ist ja klar. Bleib ganz lieb, liebes Wurstpferd. Ich tue dir nichts. Ich mach dich nicht kalt. Ich bring dich nicht um. Brauch dich noch nicht. Erst später. Ich war wirklich die ganze Zeit im falschen Gebiet gewesen, weil hier sind ja echt die Gegner noch ziemlich einfach. Hier sind die alle Level 12, Level 10 und so weiter, also sehr, sehr easy peasy. Das als Versteck. Hi Jungs! Habe ich den gerade den Schädel eingeschlagen? Sah so aus, wa? Oh, die Waffe ist so toll. Was hast du denn? Jawoll. Und tschüss. Bam. Schön auf den Kopf hauen. Das sehen wir doch am meisten. Oh, wo ist denn hier noch einer? Ah, da. Na, warte. Jetzt kriegst du richtig einer gegen die Fresse. Lässt du mich mal bitte in Ruhe? Halt, ich will doch kein Foto machen. Nein, ich will kein Foto machen. Bam. Das war der Hauptmann. Und tschüss. Das war der Hauptmann, Freunde. Der war ja total easy. Alle anderen sind mal voll schwer und den einfach boom. Und da ist unser bestes Schwert. Und ich bin weg. Tschüss. Gut, ich habe das Pferd. Und jetzt kann ich mich wieder auf den Weg zurück machen, weil der braucht ja sein Pferd wieder, damit er halt das Rennen gewinnen kann. Hey, da hinten war doch der Leuchtturm, da war ich auch schon mal gewesen, oder? Kann ich jetzt mit dem Pferd über das Wasser laufen? Nein. Nein, okay. Das Pferd hat darauf keine Lust. Okay, gut. Dann müssen wir den anderen Weg wieder zurücklaufen. Toll. So, jetzt läuft er einfach weiter. Straße folgen nicht verfügbar. Warum? Hier ist doch kein... Ja gut, hier ist auch keine Straße. Was ist jetzt schon wieder? Kommt schon wieder ein kleines Viechchen, wieder mit dem ich wieder ein Viech angreifen. Hier müsstest du eigentlich runtergehen können, oder? So, dann wollen wir mal der... Halt! Lass mich auf jeden Fall mit. Hartes Leder kann ich immer gut gebrauchen. Und ab dafür. Jetzt kann ich nur kurz was trinken. Hi, Horst. So, jetzt läuft er einfach hier weiter und ich kann einfach ganz entspannt einfach nur kurz was anderes noch machen, weil ich habe gerade Durst. Brauche ich gerade wirklich was zu trinken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Natur von Assassin's Creed Origins oder das ganze komplette Bild ist einfach nur richtig cool. Du hast halt
wirklich coole Charaktere mit dabei, die sind alle auch cool, aber halt, mir fehlt immer so ein bisschen so der Zusammenhang so zwischen den ganzen Charakteren, so dieser Claridas und so weiter, ist jetzt einfach ein alter, ich nenne es mal einfach mal ein alter Rivale aus Siva, der ja Arya unbedingt bumsen wollte, so, und ja, Bajak hat es natürlich nicht zugelassen und so weiter, und der ist dann irgendwann abgehauen. Der hat sich also dann einen anderen Namen gegeben und so weiter, und jetzt lebt er hier. Auch voll merkwürdig so. Nur damit er halt Anerkennung bekommt. Hoppala, warte mal. Gut, okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass es ein bisschen leiser ist, wenn ich mir was eingieße, aber nein, es ist trotzdem so laut. Aber ich habe halt Durst. Und da sind wir schon. War das gerade ein Hund? Wenn ja, wenn es gerade ein Hund gewesen ist, sah voll geil aus. So, da sind wir. Wir haben das Pferd zurückgebracht. Und die anderen beiden waren noch irgendwo da hinten gewesen. Bei Serapis, ihr habt sie! Ich kann es kaum glauben. Ich war überzeugt, wir würden Saganaki und meinen Sohn nie wiedersehen. Ich habe mich um die Diebe gekümmert. Ich schätze, sie stahlen Saganaki auf Geheiß eurer blauen Rivalen. Verflucht seien sie. Wir müssen die Blauen beim Rennen schlagen, um ihnen Demut beizubringen. Ich hoffe, du fährst für die Grünen, Barrett. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Neues Reittier, yay! Wir haben ein neues Reittier bekommen. Cool. Obwohl ich es auch gar nicht haben möchte, weil es gibt nur ein einziges Reittier. Und das ist Horst. So, wo war jetzt die nächste Mission? Hier muss doch irgendwo noch die Mission geben, wo ich dann halt das mit dem... Ist es das? Ditte? Nee, ein gerechter Tausch. Jetzt muss ich mal gucken, wo kann ich denn jetzt hier das mit dem Rennen machen? Ist Ditte hier? Verdiene dir Drachmen und Reittiere, indem du gegen deine Gegner antrittst. Okay. Der Geschmack ihres Stichs. Nee, das möchte ich jetzt auch noch nicht machen. Ich mache mal eine andere Mission und zwar hier in Alexandrien. Da gibt es auch noch ein paar weitere Aufgaben und so weiter. Ich habe jetzt gerade das leider die Sachen nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, ich habe damals noch gesagt, Alexandria war die Hauptstadt von Ägypten. Das war sie nicht. Da habe ich gehört, das war sie nicht gewesen. Es gab eine andere Hauptstadt auf jeden Fall. Welche das jetzt ist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Tut mir leid, ich habe es leider vergessen. Ich müsste da wieder mal nachgucken, was die Hauptstadt damals von Ägypten gewesen ist. Was kann ich denn jetzt... jetzt muss ich gucken. Warte, ich quatsch mal kurz mit dem nochmal. Wo ist denn der Alte? Wo ist der Mr. Nipple Piercing? Da ist er. Ich bin sicher, dass die Götter die Grünen in ihrer Lieblingsarena segnen werden. Mhm. Okay, warte mal. Habe ich jetzt noch... Geht die Quest jetzt noch weiter? Nee, geht sie nicht. Dann gehe ich mal in die... Na, eigentlich doch. Warte mal, jetzt sind wir die ganze Zeit schon hier gewesen. Jetzt will ich auch mal das Rennen machen. Wir haben jetzt die ganze Zeit diese ganzen Aufgaben wegen dem Rennen und so weiter und die Grünen und so weiter gesehen. Jetzt müssen wir auch noch ein Wagenrennen noch auf jeden Fall machen. Das finde ich auch so geil von Asterix und Obelix, dieses Wagenrennen. Das war auch so lustig. Den da, mach ihn fertig. Bam. Gut. Dann kann ich auf jeden Fall Drachmen, glaube ich, bestimmt auch setzen. Ja, kann ich. Okay. Turniere. Einführungsrennen, Nikes geflügelter Triumph. Kannst du dir Nikes Ehrung bringen? Ramses göttliche Gerechtigkeit. Soll Inges Cursus Magnus? Aha. Okay. Lerne den Streitwagen zu führen wie ein echter Meister. Brauche ich nicht. Mach ich einfach so. Ich kann das. Ist doch total easy. Ich muss einfach nur das Rennen gewinnen und so weiter. Krieg ich auch Items? Ja, natürlich. Die freut sich erstmal. Ich bin nackt. So sah die aus. Jetzt sind die Oberen auf einmal wieder weg.
los geht's. Achso, so war ich, muss ich drücken, okay. Na los! Schneller! Ich hätte doch irgendwas mal lernen müssen hier. Bin ich gerade Dritter. Na los! Schnell, ihr Pferde! Boah, irgendwie sind die gerade nicht schnell. Ah! Da würde die X-Taste drücken. Das muss mir ja jemand sagen, wie das alles funktioniert. Ich muss es ja alles selber rausfinden. Und jetzt schön. Start nach vorne. Nach vorne. Wo ist der Weg, Mann? Scheiße. Boah. Nee, das wird nichts, das wird nichts. Das wird auf jeden Fall nichts. Kann ich mal neu starten? Ich mach mal Aktivität, das war jetzt schlecht. Ich wusste nicht, wie man schneller rennen kann. Ich muss nochmal machen. Das war jetzt schlecht. Auf zur letzten Runde. In die letzte Runde. Nochmal. Ich mach das jetzt richtig. Komm, jetzt werden wir das beste Rennen machen überhaupt. Das war jetzt nicht so gut. Ja, komm, jetzt lad ein bisschen schneller. Ich will mich heute noch ein Rennen machen. Solange ich noch ein bisschen ein paar Zeit habe. Ja, los. Mach jetzt hinne. Denn ich will jetzt noch ganz schnell noch ein Rennen machen. Boah, das lädt ja mal Ewigkeiten. Mann, jetzt hätte ich schon gerade mal die Realitätstheorie gerade erfunden und widerlegt. Mann, mach hinne, morgen muss ich schon ins Bett. Ah. So, jetzt will ich das nochmal machen, bitte. Jetzt will ich nochmal ein richtiges schönes Rennen hier machen. Wo war denn hier der Eingang? Hier. Ich will ein schönes Rennen machen, damit ich hier gewinnen kann und dann halt wie die Grünen halt den Sieg holen kann. Ich wusste nicht, dass ich die X-Taste drücken muss. Entschuldigung. Und Sechster wollte ich jetzt auch nicht werden. Also nochmal. Jetzt gewinnen wir dieses Rennen, holen den Sieg und machen die richtig platt. Also einfach auf R2 drücken. X-Taste drücken und schon hast du den Sieg nach vorne. Oh! Schön. Muss man das sehen? Da ist sogar auch ein Rennen. Da ist irgendwas auf dem Weg. 2, 1 und los geht's! Los! Los! Lauf! Das war schlecht. Lauf! Ja, schön die Endkurve genommen. Oh Mann, das wird eng. Los. Ja, noch ein bisschen aufladen lassen. Schön durch die Kurve nehmen. Innenkurve. Boah, das war fies. Boah, ich bin ja richtig schön zur Ecke gedrängt worden. Boah, das war richtig fies. Jetzt können wir uns gerade nicht richtig aufladen. Und Erster. Das war gut. Das war richtig schön. Richtig schön über die Kurve gekommen. Meine Damen und Herren, dieses Rennen ist einfach mal richtig spannend. Wir sehen ein richtiges geiles Wagenrennen hier und auf jeden Fall so, wie wir es aus der Mittelalterzeit kennen.
Das ist doch mal richtig geil. Und Baja fährt durch die Kurve. Er hat es geschafft. Super die Kurve gekriegt. Und er rast nach vorne. Er wird nachher verfolgt. Nochmal ein bisschen nach vorne gehen. Sporten. Hinter uns ist der genau. Und wir nehmen die Kurve. Wir nehmen die geile Kurve. Oh, das wird knapp. Oh nein! Die Verlierer werden bis tief in die Nacht über ihre Fehler nachdenken. Ah, schade. Das war sehr schade gewesen. Wir hätten eigentlich noch gewinnen können. Aber leider hat der uns einfach weggekickt. Schade. Okay, Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Rennen. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao.